Hallo zusammen, ich bin Marco und das hier ist das Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Ein 5G-Telefon mit Wahnsinns-Specs. Einen ersten Blick habe ich auf das Xiaomi Mi 9 Pro 5G schon in einem extra Video geworfen und dort bin ich auch schon einmal über die technische Spezifikation gegangen. Deshalb hier nur einmal im Schnelldurchlauf. Das Xiaomi Mi 9 Pro 5G hat ein Snapdragon 855 Plus mit einer Adreno 640, also das neueste und schnellste, was Qualcomm im Angebot anbietet. Dazu kommen auch noch 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher, je nach Ausführung, und ein interner Speicher von 256 oder 512 GB. Damit fängt das Xiaomi Mi 9 Pro 5G mit dem Speicher an, wo andere nicht einmal in den Top-Specs hinkommen, also das ist wirklich sehr beeindruckend. Allerdings lässt sich dieser Speicher nicht erweitern. Platz für zwei SIM-Karten gibt es trotzdem. Auch die restlichen Specs wie Wi-Fi 5, Bluetooth 5 und NFC brauchen sich vor der Konkurrenz nicht verstecken. So bringt das Mi 9 Pro 5G alles mit, was man von einem Top-Smartphone erwarten kann. Das hier verbaute Dual-GPS hatte in mir die Hoffnung geweckt, auch in engen Häuserschluchten bessere Positionsbestimmung zu bekommen. Ich muss aber sagen, dass ich hier weder eine bessere noch eine schlechtere Performance bekommen habe. Es war weder schneller noch genauer als andere Geräte. Die Front- und Rückseite bestehen aus Glas und werden von einem Aluminiumrahmen eingefasst. Hier findet man auf der Unterseite den Mono-Lautsprecher, ein Mikrofon und ein USB-C-Port. Auf der rechten Seite die Lautstärkewippe und den Powerknopf, der sich farblich abhebt. Mir gefällt dieser geriffelte rote Powerbutton. Auf der linken Seite gibt es einen SIM-Karten-Slot, welcher eben zwei SIM-Karten halten kann. Und auch wenn es hier einen Gummiring gibt, der das Ganze abdichtet, gibt es hier kein IP-Rating. Auf der Oberseite gibt es noch ein weiteres Mikrofon und einen Infrarotblaster, für die, die auch gerne mal ihren Fernseher noch mit dem Smartphone steuern. Das findet man ja mittlerweile kaum noch in einem Smartphone. Das Mi 9 Pro 5G bringt aber auch noch das mit. Und auch wenn wir hier keinen Klinkenanschluss haben, was ja mittlerweile zum guten Ton gehört, packt Xiaomi immerhin noch einen Adapter mit in die Packung. Und auch das sucht man ja bei vielen anderen Smartphones vergeblich. Wenn man Musik oder einen Film genießen will, empfiehlt es sich, aber auf Kopfhörer zurückzugreifen. Denn auch wenn der Mono-Lautsprecher recht laut wird, darf man hier nicht zu viel erwarten. Der USB-C-Anschluss kann hier für schnelles 40 Watt Laden genutzt werden. Es geht aber auch kabellos und das mit beeindruckenden 30 Watt. Leider habe ich keinen Wireless Charger, der auch nur ansatzweise in diese Bereiche kommt. Der 4000 mAh große Akku ist also immer schnell wieder aufgeladen, aber er bringt einen auch problemlos durch einen ganzen Tag. In meinem Test hatte ich immer noch 30-40% nach intensiver Nutzung am Ende des Tages übrig. Mit dieser extra Portion Saft kann man dann dank Reverse Wireless Charging im Xiaomi Mi 9 Pro 5G auch andere Geräte mit bis zu 10 Watt laden. Das ist ein Vielfaches vom Reverse Wireless Charging in anderen Geräten und auch das Maximum, was viele andere Geräte beim kabellosen Laden überhaupt unterstützen. In der Packung ist übrigens sogar ein 45 Watt Netzteil und damit kann man sogar seinen Laptop aufladen. Das 6,39 Zoll große AMOLED löst zwar nur in Full HD Plus auf, aber für mich reicht das ehrlich gesagt aus. Die Farben sind kräftig und die Schwarzwerte top, so wie man es von einem AMOLED erwarten sollte. Die Blickwinkel sind übrigens auch absolut hervorragend. Oberhalb des Bildschirms gibt es noch eine Benachrichtigungs-LED, aber es gibt auch eine Always-On-Funktion. Wer das nutzen möchte, hat hier auf jeden Fall beide Optionen. Unter dem Display verbirgt sich dann der optische Fingerabdrucksensor. Dieser hat mich vom ersten Moment an mit seiner Geschwindigkeit absolut beeindruckt und ist insgesamt auch sehr genau. Ich hatte in meiner Testzeit wirklich nur ganz wenige Fehlversuche. Und er ist wirklich beeindruckend schnell für einen optischen Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm. Aktuell läuft noch Android 9 und MIUI 10.4.6 mit dem Sicherheitspatch aus dem August auf dem Mi 9 Pro 5G. Hier sollte aber sehr bald ein Update auf Android 10 mit MIUI 11 folgen. Da es sich hier um ein Gerät aus China handelt, kann man nur Englisch oder Chinesisch in den Sprachen auswählen. Damit muss man dann auf jeden Fall leben und das sollte man vorher bedenken. Außerdem gibt es kein Band 20, was für den LTE-Empfang besonders in ländlichen Regionen ja eine deutliche Einschränkung bedeuten kann. Das sind aber auch die beiden größten Einschränkungen, mit denen man hier leben muss. Das System, Apps und Spiele laufen, wie zu erwarten war, sehr flüssig. Und es bleiben dank des großen Arbeitsspeichers auch größere Apps lange im Hintergrund geöffnet, sodass man die Apps nicht jedes Mal neu laden muss, wenn man sie wieder öffnet.
Und auch wenn hier der Google Play Store standardmäßig nicht installiert ist, kann man das selber nachholen. Oder wenn man das Smartphone bei Train Shenzhen bestellt, dann installieren die das schon für einen vor. Was ich auch sehr positiv finde und nicht bei allen Geräten aus China möglich ist, ist, dass man hier einen eigenen Launcher installieren kann. Und ich habe hier direkt erstmal den Nova Launcher installiert. Etwas, was viele unterschätzen, ist meist der Vibrationsmotor. Und da gibt es doch deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Smartphones. Der Vibrationsmotor im Mi 9 Pro gibt präzises und angenehmes Feedback. Für mich ist es definitiv einer der besseren Vibrationsmotoren. Für alle, die darauf gewartet haben, jetzt kommen wir endlich zu den Kameras. Fangen wir da gleich auf der Front an. In der Tropfen-Notch findet man eine 20-Megapixel-Kamera. Die Bilder sind ganz in Ordnung und man bekommt auch einiges ins Bild. Allerdings habe ich mir mehr Details von einer 20-Megapixel-Kamera erhofft. Die Bilder sind etwas zu hell und so fehlt hier auch der Dynamikumfang. Der Porträtmodus funktioniert, aber zum einen kann man die Kante erkennen und es werden auch Haare unscharf gemacht. Zum anderen ist die Unschärfe für meinen Geschmack auch etwas zu aggressiv. Man kann das Ganze hier aber ein bisschen nachjustieren und ja, wenn man das ein bisschen runterdreht, dann sind die Ergebnisse ganz gut. Videos nimmt die Frontkamera in Full HD auf und selbst mit aktiviertem HDR ist der Dynamikumfang nicht überwältigend. Schlimmer ist da eigentlich nur noch die Stabilisierung. Für den schnellen Schnappschuss ist die Selfie-Kamera wirklich gut geeignet, aber darüber hinaus konnte sie mich nicht überzeugen. Wichtiger sind natürlich die Kameras auf der Rückseite. Und da gibt es beim Xiaomi Mi 9 Pro 5G gleich drei. Eine 48-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 12-Megapixel-Telekamera und eine 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die 48-Megapixel-Kamera nimmt 12-Megapixel-Bilder auf. Man kann aber auch einen Modus einschalten, wo die Bilder dann mit 48-Megapixeln aufgenommen werden. Die 48-Megapixel-Bilder der Kamera ermöglichen zwar einen stärkeren digitalen Zoom, aber wirklich deutlich mehr Details erhält man da nicht. Die Gruppierung von jeweils 4 Pixeln macht hier einen sehr guten Job und so bekommt man tolle 12-Megapixel-Bilder. Die Bilder aller drei Kameras sehen gut aus, sowohl vom Dynamikumfang her als auch von den Farben, die wirklich sehr nah an der Wirklichkeit sind. Es fällt aber auf, dass die Bilder der Ultraweitwinkelkamera etwas dunkler sind, denn hier kommt eine kleinere Blende zum Einsatz von f2.2. Zwar variieren die Bilder zwischen den drei Kameras leicht in der Helligkeit, die Farben sind aber wirklich sehr ähnlich, wenn sie auch nicht ganz perfekt sind. Videos können in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Die Farben sind dann immer noch sehr nah an der Realität, aber der Dynamikumfang fehlt hier und auch die Stabilisierung ist nicht wirklich zu gebrauchen, zumindest solange man in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde unterwegs ist. Bei der Ultraweitwinkelkamera, die maximal 30 Bilder pro Sekunde bei 4K aufnimmt, da sieht es schon deutlich besser aus. Und dreht man die Standardkamera und die Telekamera auch auf diese 30 Bilder pro Sekunde runter, dann ist die Stabilisierung auch hier richtig gut und auch der Dynamikumfang kann sich durchaus sehen lassen. Für Fotos können die drei Kameras auf der Rückseite auf jeden Fall überzeugen und die Videos vom Xiaomi Mi 9 Pro 5G können überzeugen, solange man auf 4K und 60 Bilder pro Sekunde verzichten kann. Es ist wirklich beeindruckend, was man beim Xiaomi Mi 9 Pro 5G alles in ein Paket bekommt. Wer jetzt aufmerksam war, hat aber gemerkt, dass ich auf die 5G im Namen gar nicht eingegangen bin. Das Xiaomi Mi 9 Pro 5G hat eben noch 5G an Bord und das verstärkt dieses Hammerpaket einfach noch einmal. Leider kann ich das hier nicht testen und muss diesen Punkt ein bisschen offen lassen. Trotzdem kann man festhalten, dass das Mi 9 Pro 5G wohl eines der günstigsten 5G-Smartphones auf dem Markt sein dürfte. Und dabei muss man bei den anderen Specs wirklich überhaupt gar keine Abstriche machen. Dass hier aber kein Band 20 vorhanden ist, ist aber auf jeden Fall eine Einschränkung. Zumindest wenn man das Handy in Deutschland benutzen möchte und einigermaßen schnelles Internet braucht, denn 4G und Band 20 sind hier nun mal extrem wichtig. Wer dann mit einem englischen oder chinesischen Betriebssystem leben kann und die Abwesenheit von Band 20 eigentlich stört, der bekommt wirklich ein Hammerpaket mit dem Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Xiaomi hat hier fast alles reingepackt, was es an Top-Specs gibt. Die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher bekommt man schon für 577 Euro. Und gibt man 607 Euro aus, bekommt man gleich die 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internen Speicher. Wirklich absolut beeindruckendes Paket. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr allen seid so lieb, verpasst ihr einen Daumen hoch, teilt das Video und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.